liebe Freunde des geschmeidigen Kurbelns, die Insider unter euch haben es schon erkannt, wir sind auf Malle. Ich habe hier mal einen kleinen Kurzurlaub eingeschoben, 5 Tage, und war natürlich nicht ganz alleine. Meine bessere Hälfte, Vagi, war wieder mit dabei. Ja, viel Spaß. Was sagen wir da? Wiggle, 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 wiggle. So, komm, Mittag. Auf jetzt. Wegen Reichtum geschlossen. Keine Pujung. So, vom Feinsten hier, die sind noch jetzt ja wohl nicht. Was hast du denn kredenzt? Ich habe mir jetzt hier so für fast 10 Euro einen Klecks Kürbissuppe gegönnt und einen grünen Smoothie, wo ich noch nicht mal weiß, was drin ist. Hauptsache grün. Hauptsache grün. Das Glas ist aus... aus Omas Keller. Oder weiß nicht. Aus Bulgarien. Irgendwas Veganes wahrscheinlich. Veganes Acryl. Veganes Glas. Ich sag nur, if it fits your macros. Was kommt jetzt? Pur. Nee. Aber da wir uns ordentlich ernähren, packen wir die ja wieder weg. Gehen wir rüber in die Obstabteilung. Die wird nachher geholt, wenn die Kamera aus ist wahrscheinlich. Ach, und wenn ihr jetzt glaubt, wir hatten hier jeden Tag so ein Wetter wie heute, dann habt ihr euch geschnitten, denn heute ist der erste Tag, wo es mal so richtig geil ist. Entsprechend ist heute auch Ruhetag, damit man die Sonne auch wirklich in vollen Zügen genießen kann. Die anderen Tage war es ein bisschen frisch und frostig, aber das macht nichts. Es ist Februar. Also die Empfehlung steht weiterhin hier in Mallorca. Immer wieder schön. Ich war jetzt 10 Jahre nicht mehr da oder so. Quasi nach dem Karriereende war auch Malle-Ende. Ich glaube, das sollte sich mal wieder ändern. Ich bin ja immer für Sicherheit und da habe ich mir für 6,50 Euro eine schöne Lampe gegönnt. Mit 3 Einstellungsmöglichkeiten hier. Können wir mal draufhalten. Mhm. Ganz einfach. Da denke ich, das sollte jeder mal drüber nachdenken. Grüß euch. Was sind hier eigentlich? Guck mal, die waren schon kurz. Ja, hier so für 6,50 Euro. Kannst du doch nicht meckern, oder? Kannst du nicht meckern. Mal gucken, ob das Ding hier den Kekstest durchgefallen. Also, unser Tag ist durch hier, oder? Mehr Glück können wir noch nicht haben. Das ist richtig. Jetzt haben wir es hier schön. So, guck mal, wie die abstehen. Also die... Die werden auch zeitnah noch eliminiert werden. Das ist ja total ekelhaft. Guck mal, hast du die Wade gesehen hier? Die kommt hier. Hm? Bei mir sieht es jetzt auch nicht viel besser aus. Nee, nicht viel besser. Also. Triggerpoint. Da kannst du langsam die Faste bewegen. Mhm. Dann habe ich geschrieben, ich habe ein neues Lieblingsprodukt. Das ist die Black Roll Kugel Edition. Die ist ultimativ geil für den inneren Oberschenkelmuskulatur. Mhm. Hey, Marcel! Grüße! Oh, könnte schlechter sein. Ja, ne? Hi! Oh, mit Musik? Klar! Hoher Besuch! Fäustchen! Boah, seid ihr dünn und austrainiert hier! Ach, boah! Ich darf ja richtig 4 Tage sitzen. Ja, ne? Hier, bring's, siehst du? Ja. Wenn dann richtig. Yeah, oh. Hast du Gäste gerade da? Ja? Hast du gerade ein paar Gäste da? Enger Wendt! Ich komm gleich! Ja! Was finde ich? Ich bleib einfach hier. Ich komm hier wieder runter. Ja, eben, ne? Ne, alles gut. Während in Villa Riba noch gequatscht wird, wurde in Villa Bajo schon getrunken. Vize-Weltmeister im Scratch. Das ist Lukas Liss. Hallo.
In wenigen Wochen sind die Bahnweltmeisterschaften. Du bist aber jetzt hier auf Mallorca im Straßentrainingslager. Kannst du uns vielleicht ganz kurz nochmal erklären, wie es dazu kommt, dass du deinen Vizetitel nicht verteidigen kannst in diesem Jahr? Naja, das ist natürlich sehr, sehr schade für mich. Wie du schon sagtest, als amtierender Vizemeister. Aber das muss man auch akzeptieren. Nach Verletzung, nach Sturz, nach Krankheit und einer nicht so erfolgreichen Bahnsaison bin ich da dieses Jahr nicht dabei und kann meinen Titel, meinen Vizetitel da nicht verteidigen. Das ist in Ordnung für mich und wir müssen in die Zukunft schauen. Und das ist auch als Sportler, als Leistungssportler sehr, sehr wichtig, dass man das kann und das vor allen Dingen auch versucht umzusetzen. Ja. Jetzt haben wir ja in den nächsten Jahren, speziell in Berlin, einige Höhepunkte, gerade auf der Bahn. Weltcup, Weltmeisterschaft in Aussicht. Sind das so die Events, an denen man sich dann hochzieht und versucht, die Motivation zu finden, um dann nochmal auf ein Top-Level zu kommen für die Zukunft? Auf jeden Fall. Der Weltcup in Berlin, ist das die Nummer 2, glaube ich, richtig? Auf jeden Fall einer meiner Höhepunkte im nächsten Jahr. Nach meiner verpatzten EM im letzten Jahr würde ich mich da sehr freuen, nicht nur am Start zu stehen, sondern auch eine sehr, sehr gute Platzierung herauszufahren. Ja. Ja, ansonsten startet jetzt in Kürze die Straßensaison. Gibt es da auch ein paar Highlights, wo du sagst, okay, ich bin zwar eigentlich Bahnfahrer von Hause aus, aber als Vize-Weltmeister am Scratch kann man ja auch ein bisschen Straße fahren. Hast du dir auch irgendwas vorgenommen und rausgesucht? Na, momentan bin ich nicht so auf dem neuesten Stand der Planung. Vor allen Dingen, wenn es auf die Straße drauf zugeht. Ich bleibe bei meiner Theorie, ich möchte erfolgreich auf der Bahn sein. Und es fängt an mit der Deutschen Meisterschaft auf der Bahn. Mit ein paar kleinen Straßenradrennen werde ich mich dieses Jahr wohl vergnügen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und wir werden sehen. Ich bin ja, wie gesagt, Bahn-Nationalfahrer, Bahn-Nationalkader und kein Straßenfahrer. Und das ist halt sehr wichtig zu unterscheiden. Ja. Gar nicht so leicht hier, so ein Interview auf der Karre, aber wir sind dabei. Wir müssen kurz das Loch schließen. Wagi ist nämlich in der Führung und wenn Wagi von vorne fährt, dann wissen wir alle, da wächst kein Gras mehr. Ruhiger! Ich hatte doch gerade Pause! So, jetzt werden wir den Meister persönlich hier nochmal fragen. Gerade noch in der Führung, jetzt schon wieder am Lutschen. Ich habe heute Ruhetag und der Hani zerstört mich hier. Barbarisch in der Führung. Wir haben jetzt hier nur noch zu unserem Leid Gegenwind. Und deswegen... Hani hat Restdruck. Deswegen nutze ich hier das Hinterrad von Nachwuchsfahrer Jan Schanoster, der jetzt hier seinen Weg wieder zurückkämpft nach einer Beinschlagader-OP. Und der sieht schon wieder sehr flüssig aus, Paddy, wenn du mal auf die Beine halten würdest. Ja, das, wie gesagt, der wird dieses Jahr die Bundesliga hier richtig rocken. Absolut. Wie viele Blöcke bist du jetzt gefahren hier im Trainingslager auf Mallorca? Beziehungsweise ist es eigentlich ein Trainingslager für dich? Doch, es ist ein Trainingslager. Also ich habe hier nochmal die Grundlage aufgefrischt. Dadurch, dass ich ja in Australien schon die ersten Wettkämpfe gefahren habe und jetzt nochmal ein paar intensivere Einheiten gemacht. Jetzt erstmal eine Kurve. Die nehmen wir natürlich mit. Nee, aber nach der Belastung kommt natürlich die Entlastung. Also morgen machen wir wieder einen Belastungstag. Das heißt wieder ein paar Intervalle. Und darum heute am schönsten Tag der Woche der Ruhetag. Und dann geht es morgen wieder frisch weiter. Nochmal 2 Tage ordentlich knechten. Und dann geht es zur Abu Dhabi Tour. Wir 3 Raketen hier, wir waren alle mal früher in einem Team. TEAC-Team Köstritzer. Da fehlen quasi nur noch so Raketen wie Toni Martin, André Greipel, Andreas Schillinger. Die Saison für Wagi hat schon angefangen. Er war schon in Australien, hat sich natürlich ordentlich vorbereitet. Jetzt nochmal hier back on the island. Sonne tanken auf Malle. Ich chill erstmal ab jetzt hier eine Runde.
Du hast noch eine kleine Pause jetzt nach deinem Einstieg bei der Tour Down Under. Ja. Das heißt. Ist wohl wahr. Ganz genau 3 Wochen. Ich bin aus Australien zurückgekommen. Das war jetzt Ende Januar, am 29. Januar. Und mein nächstes Rennen ist dann die Abu Dhabi-Rundfahrt. Die beginnt am 21. Februar. Also fast oder ziemlich genau 3 Wochen dazwischen. Da habe ich mir gedacht, ich muss mich ja noch mal ein bisschen beschäftigen. Fliege ich doch hier noch mal auf meine bzw. unsere Lieblingsinsel. Um ganz einfach noch mal 10 Tage gut zu trainieren. Ja. Nach Australien zurück muss man erstmal ein Stück rausnehmen und um den Jetlag geregelt zu bekommen. Also und sicherlich auch die Zeit in Australien, die anstrengend war. Nicht alleine nur durch die Wettkämpfe, sondern auch aufgrund des Wetters, heißen Wetters. Und da braucht der Körper schon noch mal sicherlich minimal eine Woche, um das alles wieder auf die Kette zu bekommen. Und das habe ich gemacht, mich gut ausgeruht, regeneriert. Und dann ging es jetzt hier nach Malle. Heute werden wir den ersten Tag so richtig verwöhnt. Ich sitze hier draußen im T-Shirt bei vielleicht so gefühlten 22, 23 Grad, also sehr, sehr angenehm. Jetzt hier so kurz nach 5. Und jetzt habe ich noch 2 Trainingstage vor mir. Heute einen Ruhetag gehabt. Morgen ein intensives Training. Ja, muss ja auch wieder sein. Also wir können ja nicht nur La Paloma machen. Und Kaffeefahrten, das sieht immer alles so schön aus auf Instagram. Das ist es auch. Aber von nichts kommt nichts und deswegen wird morgen wieder ordentlich trainiert, kurz und knackig. Und dann lasse ich den letzten Tag, am 17. habe ich einen späten Flug. Da werde ich nochmal 4 Stunden fahren. 4 Stunden ein bisschen absitzen, Beine bewegen. Das gleichzeitig zur Kompensation, zur Erholung nutzen. Und sind ja genug Leute hier, genug Gruppen da. Sehr viele Bekannte schon getroffen. Mit denen würde ich gerne allen fahren, aber wie gesagt, geht nicht. Geht nicht immer. Und da werde ich mich am Sonntag wahrscheinlich dem BDR/Radnet-Rose-Team anschließen. Ja, mal ein bisschen mit den jungen Fahrern trainieren. Und da freue ich mich drauf und ein bisschen austauschen. Macht immer Spaß. Du hast ja gerade schon gesagt, unser aller Insel. Ja. Ich glaube, du bist einer derjenigen, die wahrscheinlich in ihrer kompletten Lebenszeit schon so oft da waren, wie viele andere zusammen nicht. Hast du da einen Überblick? Nee, ich werde immer gefragt, ob ich hier irgendwie ein Apartment oder ein Haus oder irgendwas hier besitze. Nein, leider nicht. Ich glaube, bei 50 Mal habe ich aufgehört zu zählen, ja. Und das war wann? Ach, das ist schon wieder ein paar Jahre her. Ja, aber ganz alleine schon unsere Zeit beim TEAC-Team Köstritzer waren wir ja alleine schon zwischen Dezember und inklusive April 4-mal auf der Insel. Ja, jeden Monat einmal, 10 bis 14 Tage. Das ging im Dezember los. Schön die Grundlage geschafft. Im Januar ging es dann weiter. Ein weiteres Grundlagentrainingslager. Dann sind wir im Februar meistens, wenn ich mich daran erinnern kann, genau nach Livigno, ja, in die Höhe. Sind dort dann Ski gefahren, kamen dann zurück. Nach 2 Wochen, glaube ich, oder 2,5 Wochen. Dann ging es ins März-Trainingslager, natürlich nach Mallorca. Um dann unseren Mallorca-Block im April mit der Mallorca-Challenge für Amateure zu beenden. Genau, also da kommt natürlich einiges zusammen in den 4 Jahren, ja. Mhm. Alleine da schon. Und wie gesagt, ich bin standardmäßig immer im Dezember hier. Teilweise sogar schon Ende November. Die letzten Jahre auch schon über Silvester. Ich finde das immer eine ganz entspannte Zeit. Für mich fast die schönste Zeit. Und dann jetzt im Februar nochmal nach den ersten Wettkämpfen. Wie gesagt, ich bin gerne hier. Für mich wird die Insel nicht langweilig oder sie ist
sie ist nicht langweilig geworden, nach all den Jahren nicht. Im Gegenteil, mir fällt es auch nirgendwo so einfach, 5-6 Stunden zu trainieren. Ja? Das geht hier, ich will nicht sagen wie von alleine, aber mir fällt es hier deutlich einfacher als in Kalpe. Viele sind ja auch in Kalpe, Benidorm. Da zieht sich für mich wie Kaugummi, ehrlich. Was ist das Besondere für dich auf der Insel? Was zeichnet das aus? Dass die Insel sehr abwechslungsreich ist. Ja? Wenn man mal beim Profil stehen bleibt, ja, hier findet jeder Radfahrer passende Strecken für jeden Leistungsbereich. Also wie gesagt, man kann hier flach fahren, wir können in die Berge, wir können wellig fahren, alles gar kein Problem. Ja. Das zeichnet die Insel aus. Und ja, in den letzten Jahren ist hier sehr viel passiert. Infrastruktur, ja, viele Radwege neu gemacht, ausgebaut, Straßen ausgebaut. Und von daher, man muss nicht im großen Verkehr fahren. Ne? Man muss das nicht, wenn man sich ein bisschen auskennt. Ich habe damals viel gelernt von André Schulze. Ja? André Schulze, Steffen Radochler. Beiden sportlichen Leitern bei Mora Hansgrohe. Wir haben sie immer genannt, die Cappuccino-Staffel. Die beiden, die kannten dann auch immer die besten Cafés hier auf der Insel. Und da habe ich viele Strecken kennengelernt. Ja. Vor allen Dingen flach und windgeschützt. Die Insider, die wissen natürlich, wovon ich rede. Ja, große Klasse einfach. Ja, es kam zuletzt noch mal die Frage. Nach dem Training, was du eigentlich durchführst, das wollen wir natürlich nicht alle Geheimnisse verraten, aber gerade jetzt so in der Phase. Es gibt keine Geheimnisse mehr, steht alles auf Strava und auf sämtlichen Internetseiten, ja. Die Zeiten haben sich auch geändert. Gab es denn da jetzt irgendwie so einen Fokus, so einen speziellen, ein paar Intervalle oder macht man hier nochmal Kraft? Sprints? Ja, auch Sprints. Nee, so ziemlich alles. Dadurch, dass die Phase im Januar bei mir ziemlich intensiv war, ja, in Australien intensiv und wiederum nicht intensiv bei diesen Kaffee-Rundfahrten, um sich dann von den Wettkämpfen zu erholen, habe ich jetzt hier schon nochmal den Fokus auf langes, ruhiges Grundlagentraining gelegt, um das, was man jetzt schon erlebt hat, dass man das einfach kompensiert. Und jetzt kam das Sprinttraining noch dazu. Und klar, Fahrten durch die Hügellandschaft Mallorcas, um da noch ein bisschen Kraft mit Rad zu machen. Also im Endeffekt trainiert man alles, aber der große Fokus war jetzt schon auf Umfänge, um jetzt die nächsten Wettkämpfe auch vorzubereiten. Und genau. Ja, jetzt sitzen wir hier. Also ich war ja nur 5 Tage da. Wie lange warst du jetzt hier? Wenn ich abreise, 8 Tage. 8 Tage. Da ist meine Mallorca-Zeit schon wieder vorbei. Wenn ich zurückdenke, ich glaube, letzte Mal, und das war auch mit dir gemeinsam so richtig, da war hier 2010, im Sommer. Da warst du auf der AIDA und nicht im Trainingslager. Nee, falsch. Da war ich gerade mit meiner AIDA-Karriere fertig. Richtig. Und dann waren wir hier zu dritt. Stimmt, ja. Da waren wir im Juli damals. Genau, im Hochsommer. Zur WM. Fußball-WM, genau. Zur Fußball-WM. Da haben wir noch den grandiosen Sieg Spaniens gegen Deutschland. Ich glaube, im Halbfinale war das, ne? Gesehen? Ja. In Andratsch. Da wurde ordentlich gefeiert. Dieses Jahr ist wieder Fußball-WM. Wo guckst du die? Frag mich nicht. Wo gucke ich die? Die ist im Juli, nehme ich an, oder? Meistens, ja. Die ist wahrscheinlich kurz vor der Tour. Im Juli. Ich glaube nicht in Frankreich, da werde ich sie dieses Jahr nicht gucken. Das wollen wir erst mal sehen. Nein. Wir schließen also diese schönen Tage ab. Waki bleibt ja noch ein bisschen länger als ich. Ich fahre morgen wieder nach Hause. Wenn ihr es seht, bin ich schon längst wieder da. Mit einem gleich nochmal tollen Ausblick aufs Meer. Und was wünschst du dir für dieses Jahr? Was ist dein Ziel? 2018 Saison? Ich wünsche mir, dass wir nächstes Jahr ungefähr zur selben Zeit wieder hier sitzen. Oh, das wäre gut. Genau. Einfach ein schönes, gesundes Jahr, so wie die letzten Jahre auch.
Und wenn das der Fall sein wird, dann bin ich oder sind wir einfach happy. Ja? Ja, Zufriedenheit, das ist ganz wichtig. Und das mache ich jetzt nicht an Ergebnissen fest. Oh. Schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Magi und Paddy sagen ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüssi mit Össi.